Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Cheeky Boink, das ist Endless Space 2 im Early Access und wie ihr seht, mit dem United Empire haben wir so gut wie die gesamte Galaxie hier, ja, erobert. Ich, also ziemlich, ziemlich viel. Wir wissen jetzt noch nicht, was hier unten noch liegt, aber naja. Hier oben haben wir unsere Verbündeten, die Sophons und ja, hier gibt es immer wieder Konflikte, aber ich glaube, jetzt auch mit den Dreadnoughts werden wir das relativ schnell erledigt haben. Die Statistiken soweit. Platz 1 und Platz 1. Also Punktesieg nach 201 Runden wäre dann der Sieg. Militärisch gesehen, ja gut, dann müssen wir alle anderen erobern. Politisch, ja, unser Senat ist so ein bisschen aufgeteilt. Militaristen trotzdem mit 29% eine Mehrheit. Was haben wir hier? Den Marketplace. Da können wir Sachen einkaufen. Aber Geldprobleme haben wir nicht. Deswegen nicht so die Option. Ja, bei Forschung habe ich jetzt einfach irgendwas. Ich denke mal, Ära 2 werden wir komplett erforschen. Und weiß gar nicht, ob wir bis hierhin kommen. Also Ära 5 ist, glaube ich, noch nicht frei. Ist, glaube ich, noch nicht freigeschaltet. Kommt erst mit dem nächsten Update oder das dann dem danach. So, unsere Helden. 7 Stück haben wir im Moment. Nämlich hier Punkte zu verteilen eigentlich. Quests gibt es keine. Ich glaube, die haben wir alle schon erledigt. Und politisch gesehen, wie gesagt, hier sind wir Frieden und haben Bündnis mit den Sophons. Können wir noch irgendwas machen? Nö. Außer Dinge austauschen können wir nichts tun. Und im Krieg mit den Cravers. Und hier ist kalter Krieg. So. Ja, ich weiß gar nicht, wie es jetzt hier weitergehen soll. Ich denke mal, wir werden einfach fröhlich erobern. Ich habe hier 6 Schiffe, die nichts zu tun haben. Das ist okay, das ist auch okay. Der kann hier bleiben. Sonst sind sie alle... Okay, der hier ist... wie stark sind die? 433, 508. Ja, wir warten mal auf Verstärkung hier. Beenden wir die Runde. So. Also der Dreadnought hat wirklich in sich 3014 Angriff, 821 Verteidigung. Der Oberknaller. Level up verteilen. Was können wir hier machen? Auch Level up. Mein Gott. Population lost. Cravers. Okay. Construction complete. Oh, wir haben ganz schön viel, was wir machen können. Latest Survey. Oh ja, 61% Militaristen. Ob das dann wirklich im Endeffekt so kommen wird, glaube ich nicht. Das ist ein bisschen viel. So, aber wir räumen jetzt mal hier auf. Sollen wir uns das mal angucken, wie der Dreadnought abgeht? Okay. Machen wir es mal. So, egal. Wow, da ist unser Schiff. Free Camera. Mein Gott, das ist aber ein Riesending. Hammer. Oh.
Kommt noch nicht mal durch die Schutzschilde der Gegner. Oder? Ah, doch so ein bisschen. Chance. Gucken wir uns mal die Auto-Kamera an. Schon cool in Szene gesetzt. Was ist ein Schlachtschiff? Hammer. Nicht schlecht. Haben wir mal eben platt gemacht. So, dann würde ich sagen, was machen wir hier? Wir können mit dem Moped auch direkt weiterfliegen, oder? Ich würde sagen, wir gehen dann... wo gehen wir denn hin? Hier hin, oder? Ja, das machen wir. Habe ich ja noch ein bisschen zu tun. Und zwar Bunker. Und das da. Hier habe ich auch noch einen hergestellt. Und noch einen Dreadnought. Ach nee, nee, das wollen wir nicht. Das und dann kann er nochmal einen Dreadnought machen. Ist ja kein Problem. Botor ist ein kleines schnuckliges System, da passiert echt nicht viel. Letztendlich können wir hier erforschen, was wir wollen. Oder bauen, was wir wollen. Hier genug Kohle. So. Also ich denke mal, wir werden dann mit dem Dreadnought hier weiter runtergehen, gucken, was hier noch zu erobern ist. Wie gesagt, die Sophons möchte ich nicht angreifen. Das lassen wir mal. Spätestens in Runde 201 ist Schluss. Unsere längste Endless Space 2 Runde mit einer Fraktion. Oh, hier ist auch noch was leer. Aber direkt wieder. Was haben wir denn hier? Ach ne, da können wir auch... das könnte ich reinnehmen. Oder was? Ja. Diese Geldprobleme haben wir keine. So, was haben wir hier erforscht? Industriezone und Slag and Sludge Center. Okay. Ja, geil. Sind wir sofort da. Wieso ist hier keine Kolonie? Sind doch kolonisiert. Warum kann ich die nicht angreifen? Ich nicht genug Manpower habe ich doch. Okay. Stehe ich nicht ganz. Oh, shit. Was machen die denn da? Thank you.
Die fliegen alle weiter. Nur der hier nicht. Der auch. Okay. Na dann müssen wir mal aufräumen. Egal, die haben alle keine Chance gegen den Dreadnought. Puh. Versuchen wir es mal. Ach nee, ich wollte es mir doch nicht angucken. Ich wollte es mir nicht angucken. Sorry. Quit. Victory. Was haben wir jetzt hier noch übrig? Nichts Spannendes, glaube ich. Ah, das sind kleine Schiffe. Die hauen alle ab. So, mit wem kann ich noch angreifen? Mit dem hier. Okay. Das wird ein bisschen knapper, weil ich da nicht so hohe Verteidigungswerte habe. Aber egal. Angriff ist hoch. Ja, die fliegen alle dahin. Ist okay. Ich verstehe nicht, warum ich diesen Planeten hier nicht erobern kann. Warum nicht? Wir sind im Krieg. Kann ich nicht nachvollziehen. Okay. Dann, was machen wir dann? Fliegen wir weiter oder was? Na gut, fliegen wir mal weiter. Ich guck mal, ob ich hier noch einen Dreadnought herstellen kann. Ups. Ja, der kostet ja nichts. 2,7. Kann ich direkt 2 hier kaufen. So, empty, empty, empty. Ein Stück weit hier automatisieren, aber nö. Habe ich lieber die volle Kontrolle. Ich glaube nicht, dass wir Verteidigung brauchen werden, aber das spielt hier auch keine Rolle mehr. Wir sind gut ausgestattet. Das kleine Mira-System. Traitor's Reach. Können wir noch ein bisschen Forschung pushen. So. Delfinus. Wir haben jenes gefunden. Oh, schön. Was gibt's denn hier? Ah, komm, fangen wir mal einen Krieg an. Haben wir schon lange nicht mehr. Oder Peace. Sollen wir mit ihr mal Frieden schließen? Wäre das eine Option? Wäre das interessanter, mit ihr Frieden zu schließen oder einfach alles wegbomben? Würde sie es tun, Frieden. Anscheinend nicht. Und wenn sie es nicht tut, dann wäre eine andere Option und Declare War. So, weil dann kann ich nämlich mein Moped hier nehmen und wenn die Schiffe da loswerden,
Eigentlich könnte ich das System auch schon direkt erobern. Zack, meins. Okay, und ich schieße direkt hier ein Dreadnought hinterher. Dauert alles nicht lange. Was haben wir hier noch? Production. Wie viel Geld kann ich denn ausgeben? Egal, wir forschen das mal. Außer das hier, das kaufe ich. Colonial Rights auch. Und das Production natürlich. Super. Okay. Noch ein Skill Point. Wow. Vergessen. Population Gained ist immer gut. Trade Company HQ. Sehr cool. Ja, ich habe mich dann rein spontan für die Eroberung entschieden. Wo sind denn meine Schiffe, die ich hergestellt habe? Oder gekauft habe? Wo war das denn? Hier? Ja. So, schicke ich die mal einmal rum. Ich glaube, dieses System hier braucht die am dringendsten. Erstmal zumindest. Was haben wir hier? Die sind klein, die können wir so besiegen. Ah, oder auch nicht. Egal, die hauen ab. So, dann ist hier schon mal safe. Dann, wo möchte ich noch hin? Ich möchte eins, glaube ich. Oder ich schicke die mal vor mit dem... Na, nee. Ist jetzt keine Zeit für Experimente. Bleibt hier. Was macht denn die da hinten? Ja, es geht nicht. Okay, ich habe keine Ressourcen mehr. Dann müssen wir den hier bauen. Oder das. Ja, bauen wir mal das hier. Kann nicht sein, dass sie einfach durchbrechen. Darf ich nicht unachtsam werden? Okay, ich glaube, es ist soweit safe. Wo will er hin? Nach da, okay. Habe ich da eine Chance gegen? Scavenger, auf jeden Fall. Ach nicht, eine Korvette gegen Scavenger? 50-44? Oh, okay. Ah, Mist. Oh, Planetenbonus wahrscheinlich. Schnell mal reparieren. So.
Ground Battle. Sternzerstörer. Aber von der Größe her fast passt es ungefähr, oder? Ist ja gar nichts erforscht. Nur eins nachholen. Diese Zustimmungssachen sind wichtig für uns. Und Verteidigung natürlich. Komm, Production nehmen wir auch noch mit. Dann nehmen wir das auch noch mit. So, es reicht. Okay. Was habe ich hier noch? Noch ein Dreadnought. Jetzt wird es unfair gegenüber den anderen. Slicer, was sind das? Rookie Level. So, alle weg. So, der Dreadnought fliegt dahin. So, der Kollege macht sich auf den Weg hierhin. Rein theoretisch können die weiterfliegen nach da. Wieso? Das System muss eine Kolonie sein. Egal, ich kaufe sie jetzt. Kann ich es nicht freikaufen? Kann ich nicht, weil ich jetzt da drin bin. Okay. Dann fliegen wir halt weiter. Kaufen wir es für 1000. Natürlich. 28, das ist voll ausgestattet hier. Freuen wir uns. Und das hier. Ich glaube, wir machen mal einen kurzen Break. Wieder über der Zeit, aber man vergisst die Zeit hier, wenn man spielt. Big Data, Sci-Fi Design und Solar Security. Ja, haben wir unser Imperium ein bisschen ausbauen können. Gucken wir, wie es sonst so aussieht. Frieden, Krieg, Krieg. Aber wie gesagt, das juckt uns ja nicht. Ein gutes Standing haben hier. Alles ruhig. Sofons eskalieren auch nicht. Kann ich denen eigentlich auch Kolonien schenken? Weil dann würde ich nämlich sagen, warum? Jetzt was Falsches gemacht. Ich wollte nicht den Krieg. Oh. Frieden? Das ist, ich habe gar keine Truppen hier hinten. Oh, oh, was haben wir jetzt gemacht? Schlecht.
Oh je, oh je, mene. Gut, ob wir aus dieser Nummer wieder rauskommen, ich denke zwar schon, aber das macht die ganze Sache noch, oh, ich sag mal, dynamisch. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder dabei. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag. Bis dahin, tschüss.